Guten Tag, mein Name ist Pascal Borkert und in diesem Video zeige ich Ihnen heute, wie man in Lightspeed ein Menü erstellt bzw. bearbeitet. Hierzu gehen wir im linken Menü auf Menü Management und auf Menüs. Hier sehen wir alle vorgefertigten Menüs, die ich bereits erstellt habe. Um ein neues zu erstellen, einfach hier draufklicken, auf Erstellen. Um es zu bearbeiten, klickt man einfach auf die Linie. Dann öffnet sich ein neues Fenster mit allen Hauptfenstern auf dem Menü, die wir hier sehen. So ungefähr wird es auch im iPad aussehen. Dies ist also eine gute Veranschaulichung für, wie es in der Kasse später aussehen wird. Um ein neues Hauptfenster hinzuzufügen, klicken wir einfach hier auf Hinzufügen und können hier den Fensternamen eingeben. Bitte beachten Sie, dass es maximal Platz gibt für 20 Hauptfenster. Mehr nicht, denn sonst kann man die nicht mehr auf dem iPad sehen. Aber keine Sorge, jedes Hauptfenster hat auch die Möglichkeit, 36 Buttons in sich zu haben. Und diese Buttons können natürlich auch Unterfenster sein, in denen auch nochmal 36 Artikel reinpassen. Das heißt, all Ihre Artikel werden Platz finden. Wir sehen hier, dieses Hauptfenster zum Beispiel hat keine Buttons. Das heißt, dieses wird auch nicht auf dem Kassensystem angezeigt. Das ist die Reihenfolge der Hauptfenster im Kassensystem und diese kann ganz einfach per Drag und Drop geändert werden. Man kann auch ein Hauptfenster in ein anderes Hauptfenster verschieben, sodass es ein Unterfenster wird. Nun habe ich Red Wines in White Wines getan. Klicken wir auf White Wines, sehen wir hier, gibt es das Fenster Red Wines. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen es wieder als einzelnes Fenster, ein Hauptfenster haben. Um einen Artikel hinzuzufügen in einem Hauptfenster, klicken wir einfach auf Add Button bzw. Button hinzufügen und haben hier die Möglichkeit auszuwählen aus Artikel, Unterfenster, Rabatt, Produktinstruktionen oder Kontoprofile. Klicken wir auf Artikel bzw. Item, haben wir hier die Möglichkeit, eins auszusuchen. Wir können auch mehrere Button auf einmal auswählen. Hierzu klicken wir auf Auswählen und wählen die aus und können hier dann auch gleichzeitig eine einheitliche Farbe, zum Beispiel Rot wählen für den Rotwein oder diese dann auch zu einem anderen Hauptfenster bzw. sogar Menü bewegen. Wollen wir natürlich nicht abbrechen. Und auch hier können dann die einzelnen Buttons verschoben werden. Wenn alles eingestellt ist, so wie Sie wollen, einfach auf Publish klicken. Vielen Dank.